Liebe Schwestern und Brüder, Sie sind auf dem Kanal St. Johanneskirche Hagen, Pastoralverbund an den Ruhrseen. Und Sie schauen das Wort für die Woche heute am 5. Sonntag im Jahreskreis oder dem 6. Februar. Heute möchte ich Ihnen einen Impuls geben, der aus dem Evangelium stammt. Es schildert eine Szene, die am See Genezareth spielt. Jesus und seine Jünger sind in turbulenten Zeiten unterwegs. Sie werden bedrängt von Menschen und man könnte sagen, sie sind im Stress. Und in dieser Zeit wird es den Jüngern zu viel und sie sagen, lass uns auf den See fahren, lass uns Fische fangen, lass uns das tun, was wir gut können, lass uns zu uns kommen. Und das machen sie auch und sie sind erfolglos. Und sie lassen vermutlich die Köpfe hängen. Und dann kommt Jesus auf sie zu und sagt, fahrt erneut aus und werft auf mein Wort hin die Netze aus. Und das tun sie und die Netze sind voll. Und als Petrus das realisiert, spürt er, hier geht Außergewöhnliches von sich. Er spürt, dieser Jesus ist ein ganz anderer. Und er spürt, wie klein ist doch mein Glaube. Wie schwach bin ich doch in meiner Beziehung zu ihm. Und er fällt vor ihm hin und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und jetzt können wir uns fragen, was ist denn jetzt die Sünde des Petrus eigentlich? Er hat doch nach außen hin getan, was Jesus ihm gesagt hat. Doch nichts Schlimmes gemacht. Dennoch kommt Petrus zu dem Gedanken, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und wir können jetzt nicht genau in Petrus hineinschauen, aber die Vermutung ist, dass in seinem Herzen er spürt, vertraue ich auf diesen Jesus wirklich? Mache ich mich an ihm fest? Will ich ihm wirklich folgen? Und diese innere Diskrepanz, da spürt er, da kann ich noch wachsen. Da ist zwischen mir und Jesus doch noch ein Unterschied. Und Jesus sagt dann zu ihm, fürchte dich nicht. Und das sagt er zu uns heute. Fürchte dich nicht. In diese Zeit hinein, wo manchmal die Wellen unseres Lebens über uns zusammenschlagen zu drohen, wo vielleicht das Boot meines Lebens Seegang hat, wo ich hin und her geworfen werde, wo vielleicht meine Netze leer sind. Dort sagt Jesus zu mir, fürchte dich nicht. Mit diesem Wort wünsche ich Ihnen eine gute Woche, Gottes Segen, auch Ihren Familien. Bis zum nächsten Sonntag.